Jo, dann wollen wir mal mit Dougal Gavorn sprechen. Sieh mal einer an, wenn das nicht der Mann der Stunde ist. Kennen wir uns? Noch nicht, aber ich wette, ihr werdet schon bald froh darüber sein, dass wir uns begegnet sind. Mein Name ist Dougal Gavorn. Und ihr seid Bartrans neuer Geschäftspartner. Ich bin noch kein Partner. Das bleibt noch abzuwarten. Und genau darüber muss ich mit euch sprechen. Bartrand hat meine Hilfe abgelehnt, obwohl ich das nötige Geld übrig hätte. Ich bin allerdings noch immer davon überzeugt, dass diese Unternehmung äußerst vielversprechend ist. Aber dieser Narr will mich nicht investieren lassen. Falls jedoch jemand wie ihr für mich investieren würde. Warum könnt ihr nicht investieren? Bartrand war wirklich verzweifelt auf der Suche nach Hilfe. Er muss also einen guten Grund gehabt haben, euch abzuweisen. Den hatte er. Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit. Ihr habt Bartrand doch kennengelernt, oder? Man bräuchte schon die Geduld eines Bronto, um ihn nicht umbringen zu wollen. Aber was geschehen ist, ist nun mal geschehen. Jetzt würde er vor lauter Stolz mein Geld nicht einmal annehmen, wenn es ihn vor dem Ruin bewahren würde. Und ich soll ihn hintergehen? Er wird nicht besonders glücklich sein, wenn ich das tue. Warum solltet ihr es ihm dann erzählen? Bartrand ist viel besser dran, wenn er von einigen Dingen nichts weiß. Auf diese Weise ist er glücklich, ihr seid glücklich und ich bin glücklich. Wir alle sind glücklich. Was bringt euch das? Und wie sieht unser Geschäft genau aus? Ich gebe euch das, was Bartrand braucht. Bartrand wird denken, es sei euer Geld. Und wenn die Expedition dann beendet ist, zahlt ihr mir das Doppelte zurück. Und wenn die Expedition scheitert? Und was ist, wenn ich dann nicht so viel habe? Die ganze Sache könnte sich als absoluter Reinfall erweisen. Warum geht ihr dann überhaupt mit, wenn ihr wirklich denkt, es sei reine Geldverschwendung? Ich würde sagen, das Doppelte ist das Mindeste, was mir eine derartige Investition einbringen sollte. Wieso? Denkt ihr nicht auch? Wieso sollte ich euch vertrauen? Das kommt mir irgendwie verdächtig vor. Ich gehe selbst ein ziemlich hohes Risiko ein. Aber ich würde darauf wetten, dass ihr es wert seid. Und offenbar denkt es auch Bartrand. Vielleicht könntet ihr mir ja einfach dieselbe Höflichkeit entgegenbringen. Ich habe offenbar keine andere Wahl. Ausgezeichnet. Sagt Bartrand einfach, dass das Geld unterwegs ist. Ich werde es ihm dann diskret zustellen lassen. Viel Glück bei eurer Expedition, mein Freund. Ich freue mich schon auf unser Wiedersehen. Okay. So, wo sind die jetzt hin? Naja, das kriegen wir wohl irgendwie hin, oder? Dann geht's los, Leute. So, das war eben... Okay, das war ja eben noch eine Extra-Quest. Die ist damit scheinbar jetzt abgehakt, wo man den anderen Zwerg da jetzt angesprochen hat. Wobei, ich muss echt sagen, der ist natürlich ein bisschen... Ja, auch nicht so richtig trauen können wir den vielleicht nicht, aber wenn er für uns das alles zahlen will, wir hätten zwar genug Sovereigns, aber ist ja auch Furz, wenn er es zahlt. Und die Aufgabe, die werden wir wohl schon meistern. Ihr schon wieder? Was wollt ihr? Ich habe mit Varric über die Möglichkeit gesprochen, Partner zu werden. Partner? Dieser verfluchte Varric. Ich nehme an, ihr seid die Hilfe, die er mir versprochen hat. Das passt. Schleift diesen verdammten Bastard zu mir, wenn ihr ihn trefft. Ich will hören, was genau er euch versprochen hat, und zwar aus seinem verlogenen Mund. Bringt einfach Varric her, na los! Okay. Bringt einfach Varric her, na los! Wo ist der jetzt? Oder steht er wieder da, wo wir ihn eben auch getroffen haben? Leute, ich habe keine Ahnung. Da werden wir wohl mal eben wieder zurücklaufen müssen. Ich wechsle auch extra auf die Nacht zurück. Unterstadt. So, der müsste dann ja theoretisch nicht stehen.
Ah, super. Tolle Wurst. Aber was machen wir denn jetzt? Ich hab, ja, ich weiß nicht, wo der jetzt hin ist. Na? Gießerei in Vettel? Ah, das wurde doch gesagt, in der Nähe von der Gießerei. Da ist ein Fass. So hieß es doch, ne? In der Nähe der Gießerei. Da befinden wir uns doch jetzt gerade. Aha, was steht denn da unten? Samson? Ich habe gehört, euer Junge Fenrir ist dem Orden entkommen. Schön für ihn. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher. Wo müssen wir denn jetzt hin? Vielleicht doch am Tag? Da stand doch jetzt aber auch nichts im Questlog irgendwie, ne? Wo wir den finden könnten. Nee, da steht überhaupt nichts davon. Na super. Lasst euch nie wieder erstechen. Kauft nur heute eine Rüstung. Okay, Leute, das finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Ich habe doch jetzt keine Lust, hier alles abzulatschen. Ja, macht nichts. Passt schon. So, jetzt können wir hier die... Konnten wir die Tür in der Nacht nicht betreten? Gibt es Mehl? Wir haben seit einer Woche keines mehr. Die Kinder essen schon Sägemehl. Leute, ich habe keine Ahnung, wo wir die jetzt wiederfinden können. Das muss ich jetzt echt mal sagen, das ist gerade ein bisschen scheiße. Ja, weiß ich auch nicht, ey, vielleicht... Ich glaube, ich lade gleich einfach. Und dann spreche ich den gar nicht erst an. Bringt einfach Merrick her, na los! Wo ist der denn? Mann, was soll denn das? Ey Leute, das ist mir zu blöd. Komm, wir laden einfach. So. Und dann hat sie das abgefrühstückt hier. Das nervt doch. Ne, so. Fangen wir gar nicht erst mit an. Dann bezahle ich das halt aus eigener Tasche. Es war nett gemeint gewesen, aber... Ne. Wenn das wenigstens im Questlog dann weiterhin angezeigt wird, dann ist es ja kein Problem. Aber ich suche doch hier nicht jetzt alles ab. So, außerdem haben wir das Geld dafür. Ihr schon wieder? Ja. Was wollt ihr?
Ich habe mit Varric über die Möglichkeit gesprochen, Partner zu werden. Partner? Dieser verfluchte Varric. Ich nehme an, ihr seid die Hilfe, die er mir versprochen hat. Das passt. Schleift diesen verdammten Bastard zu mir, wenn ihr ihn trefft. Ich will hören, was genau er euch versprochen hat, und zwar aus seinem verlogenen Mund. Bringt einfach Varric her, na los. Ich kapiere jetzt gerade gar nichts mehr. Du, ach, das ist gar nicht Varric. Oh, Leute, okay, dann, wer ist denn Varric? Oh, so ist das, wenn man zwischendurch mal eine Unterbrechung hatte. Ich weiß gerade nicht, wer Varric ist. Ach, ja. Gut, wir nehmen erstmal die andere Mission eben an. Leute, das ist so dämlich. Ach man, Varric. Na logisch, das ist unser Zwergenbegleiter. Ja, das war super doof. Ja, toll. Das heißt, ich muss mich jetzt entscheiden, wen ich gleich weglasse. Sieh mal. Mein Name ist Dougal geworden. So, ja, das aber kennen wir jetzt. Narr will mich nicht aber was geschieht? Auf diese Weise ist er Glück. Bartrand wird. Ich würde sagen, dass. Aber ich würde darauf wetten, dass ihr es wert. Alles klar. So. Dann sparen wir das Geld doch. Und ich muss nur unseren Begleiter tauschen, Leute. Mann, das ist ja. Das war echt doof gerade. Aber gebt's doch zu, Leute. Ihr wusst doch auch gerade gar nicht mehr, wer damit gemeint ist. Weil wir den schon die ganze Zeit gar nicht mehr mithaben hier. So, wen nehmen wir denn jetzt mit? Eigentlich will ich die. Ich will die auch dabei haben. Naja, ich hoffe, dass wir werden ja wohl noch wieder wechseln können. So, ich denke mal, das war bestimmt ein Fehler, den anderen jetzt Bescheid zu sagen. So, jetzt haben wir Varric dabei. Oh Mann, das war super schlecht. Automatischer Stufenaufstieg. Hat er den. Okay, das ist der. Ist das auf Bianca? Bianca ist ja seine Armbrust, richtig? Ja. Also wie viele Skills da eigentlich sind und wie wenig man bisher lernen konnte und wahrscheinlich auch lernen können wird. Ich denke mal nicht, dass wir da annähernd alles lernen können. Du. Ah, brüderliche Liebe. Ist sie nicht etwas Wundervolles? Das ist wohl Ansichtssache. Vor allem, wenn der kleine Bruder Versprechungen macht, die ich nicht halten kann. Bartrand, sei doch nicht so misstrauisch. Ich bringe uns hier unseren zukünftigen Partner. Was? Partner? Du dämlicher, nackküssender Staubbauer. Wie konntest du so etwas nur versprechen? Wenn diese Expedition nicht bald aufbricht, werden wir niemals irgendwelche Gewinne machen, um die wir uns streiten können, Bruder. Da könntest du vielleicht recht haben. Boah, da habe ich eben was getrunken und schon muss ich wieder was sagen. Ja, dann seid ihr einverstanden. Wir sind also Partner? Kommt darauf an. Habt ihr das Geld, das wir brauchen? So, was bekomme ich dafür? Sprechen wir hier eigentlich von einem vollen Anteil? Aber natürlich, falls ihr das Geld habt, bekommt ihr einen vollen Anteil. Warum so viel Geld? Das erscheint mir ziemlich viel für eine einfache Expedition. Wir wagen uns weiter in die tiefen Wege als je ein anderer zuvor. Wer weiß, was wir dort finden. Das bedeutet auch, dass wir Vorräte, Ausrüstung und Männer brauchen. Und das alles ist nicht billig. Also gut, hier ist es. Ich habe euer Geld. Das ist ein Scherz, oder? Was habe ich dir gesagt, Bartrand? Nicht schlecht für einen Menschen, was? Also gut, Partner. Wir teilen den Gewinn zu gleichen Teilen zwischen euch, mir und Varric. Jetzt brauchen wir nur noch einen geeigneten Zugang zu den tiefen Wegen. Ich habe Karten. Das hier könnte genau das sein, was wir brauchen. Was ist das denn? 3, 4 Zugänge zu den tiefen Wegen? Und alle in den freien Marschen? Wo habt ihr die her? Habe ich dir nicht gesagt, wir würden einen grauen Wächter finden?
Mutter hat ihren Sohn eben nicht zu einem Narren erzogen. Na gut, sie hat ihre beiden Söhne nicht zu Narren erzogen. Ich bin wirklich verblüfft. Lasst uns einfach den vielversprechendsten aussuchen und aufbrechen. Ihr solltet alle Geschäfte zu Ende bringen. Wir werden wenigstens mehrere Wochen unterwegs sein. Lasst es mich wissen, wenn ihr bereit seid. Dann brechen wir auf. Ich bin bereit. So. Geldgeber. Mal gucken, ist es jetzt... Es ist nicht aus unserer Tasche bezahlt worden. Okay, das ist ja schon mal gut. Also, seid ihr bereit? Jupp. Vor uns liegt ein langer Weg. Wenn ihr hier noch irgendetwas zu klären habt, dann solltet ihr das besser jetzt erledigen. Es ist alles Roger. Es will eh keiner mit mir Spaß haben. Gehen wir. Ich bin bereit. Lasst uns gehen. Sehr schön. Wir haben schon genug Zeit verschwendet. Wir haben uns für einen der verborgenen Zugänge entschieden. Die tiefen Wege werden hübsch jungfräulich sein und nur darauf warten, dass wir in sie eindringen. Ha! Das nenne ich mal eine interessante Bildersprache. Es wird etwa eine Woche dauern, bis wir tief genug sind. Und wir werden vermutlich auf Versprengte der dunklen Brut treffen, die noch von der Verderbnis übrig sind. Große Risiken, große Belohnungen. Lass uns nicht leichtsinnig werden. Wir sollten keine unnötigen Risiken eingehen. Das hier ist nicht irgendein törichtes Wagnis. Wir werden Erfolg haben. Also dann, bevor wir... Moment mal, wer hat diese alte Frau eingeladen? Verzeiht, dass ich euch unterbreche, Sir Zwerg. Aber ich muss mit meinen Kindern sprechen. Mutter, ich hab dir doch gesagt, du sollst dich nicht einmischen. Beantworte mir nur eine Frage. Hast du etwa vor, Bethany mitzunehmen? Ja, natürlich. Ich kann Bethany nicht hier lassen. Ich brauche sie. Alles wird gut, Mutter. Ich will mitgehen. Gar nichts wird gut. Ihr könnt nicht beide gehen. Was, wenn euch etwas zustößt? Warum du das hier tun willst, verstehe ich. Aber ich bitte dich, lass deine Schwester hier. Auf mich warten entweder die Templer oder die dunkle Brutmutter. Und die dunkle Brut darf ich zumindest bekämpfen. Also, ihr werdet ohnehin nicht jeden mitnehmen können, der euch einfällt. Ihr müsst euch entscheiden. Puh, Bethany? Sie? Nein! Ah, jetzt ernsthaft? Oh, jetzt ernsthaft? Ich wollte eigentlich Meryl auch dabei haben. Warwick, Mann, warum? Ah, ist egal. Muss so sein. Bethany, ich flehe dich an. Geh nicht. Tu das nicht. Mir passiert schon nichts, Mutter. Alles wird sich zum Guten wenden. Du wirst schon sehen. Ist euer persönliches Drama jetzt vorbei? Dann lasst uns aufbrechen. Wir haben lange auf diesen Moment gewartet, nicht wahr, Bruder? Ja, das haben wir. Die tiefen Wege erwarten uns. Okay, aber irgendwie kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, dass es den tiefen Wegen dann schon getan ist, oder? Das finde ich ja irgendwie gerade total merkwürdig. Nein. Das kann nicht stimmen. Der Champion und seine abtrünnige Schwester kamen nach Kirkwall, um den Sturz der Kirche voranzutreiben. Ihr jedoch behauptet, das sei nicht der Fall gewesen. Es war also reiner Zufall, dass der Champion mit den Kunari zu tun hatte und sich mit einer bekannten Seeräuberin, einer Blutmagierin und einem abtrünnigen grauen Wächter zusammengetan hat. Und wofür? Für Geld? Vielleicht ist es ja nicht ganz so einfach, wie ihr denkt, Sucherin. Einfach? Muss ich euch wirklich daran erinnern, was euer Freund getan hat? Muss ich euch erzählen, wie viele Leben ausgelöscht wurden? Und wie viele noch folgen werden? Ihr könnt nicht einfach hier sitzen und mir erzählen, er sei unschuldig. Ich weiß nicht genau, ob unschuldig wirklich das Richtige war. Er muss davon gewusst haben. Irgendwoher wusste der Champion, was da unten war. Deshalb wollte er auch an eurer Expedition teilnehmen. Nein, keiner von uns wusste davon. Wäre es so gewesen, er hätte niemals zugelassen, dass seine Schwester auch nur einen Fuß in diese... Ach, tatsächlich?
Nun, dann erzählt mir doch eure Version dessen, was sich auf dieser Expedition zugetragen hat. Nun ja, wir haben die tiefen Wege wie geplant betreten. Allerdings sind wir nicht besonders weit gekommen. Das hört sich schlecht an. Und warum wurde sein Satz mal abgehakt? Es gab einen Einsturz. Unser Weg ist blockiert. Was? Gibt es noch einen anderen Weg? Ich konnte bislang keinen finden. Die Nebengänge sind zu gefährlich. Nutzloses Pack! Wofür bezahle ich euch Gesindel eigentlich? Schlagt das Lager auf! Gibt es Probleme, Bruder? Diese verfluchten tiefen Wege. Wer weiß, wie lange es dauert, den Weg freizumachen. Sollten wir nicht lieber nach einem anderen Weg suchen? Das erschiene mir logischer. Denkst du, ich bin ein verdammter Idiot, Varric? Die Späher sagen, die Nebengänge sind zu gefährlich. Gebt jetzt nicht auf. Wir müssen etwas unternehmen. Hier einfach schutzlos herumzusitzen ist ebenso gefährlich. Wir sehen uns das mal an. Falls wir schreiend zurückgerannt kommen, weißt du, dass es die richtige Entscheidung war, hier zu bleiben. Na schön, sucht nach einem anderen Weg, aber beeilt euch! Ich hasse es, eure Probleme noch zu vergrößern, meine Freunde, aber mir bleibt leider keine Wahl. Ich fürchte, mein Junge ist weggelaufen. Er muss irgendwo in diesen Gängen sein. Ich bitte euch, haltet die Augen nach ihm offen. Er ist sich der Gefahr einfach noch nicht so bewusst wie andere. Na super. Denkt ihr, er lebt noch? Ein einzelner Mann ganz allein da draußen? Wie stehen da seine Chancen? Mein Junge ist zäher, als ihr denkt. Wenn er eines seiner verzauberten Dinge bei sich hat, wird er überleben. Er hat unser Haus schon zweimal versehentlich niedergebrannt. Ich mache mir Sorgen, dass er sich vielleicht verirren könnte. Oh, mein armer Junge. Wie ist er verschwunden? Wann habt ihr ihn zum letzten Mal gesehen? Vor weniger als einer halben Stunde. Ich habe mich umgedreht, um die Rationen zu verteilen, und dann war er fort. Er lässt sich so leicht ablenken. Ach, ich hätte mit meinen Warnungen härter sein sollen. Wir werden ihn suchen. Wir müssen die Nebengänge absuchen. Wenn auch nur die geringste Chance besteht, werden wir ihn euch zurückbringen. Der arme Sandel. Ich kann nicht glauben, dass er das getan hat. Na los, beeilen wir uns. Na super, das kann ich. Finde Sandel irgendwo in den Nebengängen. Na super, Leute, wie konnte das passieren? Was sollte dieser kleine Spoiler von... Ich hätte auf Mutter hören sollen. Nein, du bist hier bei uns total gut aufgehoben, Bethany. Jetzt hör auf, so einen Scheiß zu reden hier. Wir brauchen dich. So, hier ist nichts. Da unten brodelt die Lava. Oh, irgendwie gut. Oh, zack. Läuft doch. Das ist alles gut. Ah, was läuft hier? Ihr könnt doch nicht schon einfach weiterlaufen. Killer, du bist dran. So, da ist ein Tiefenpilz, den nehmen wir natürlich mit. So, Schnitzel, die ist nieder. Sehr schön. Ja, mit Tabulator zu kämpfen jetzt, das ist um einiges geiler. Um einiges. So. Das kann ich nicht. Ja, ich kann ja keine Truhen öffnen. Naja, ist auch nicht so schlimm, Leute. Wir haben uns verirrt, nicht wahr? Quatsch. Wir werden alle hier unten sterben. Ich bin noch viel zu jung, um zu sterben. Hä? Wir haben uns doch noch nicht verlaufen. Du musst schon etwas schneller sein.
Na, ui, da haben ja so einige ein Level-Up gerade bekommen. Ach, so, jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten. Ne, haben wir nicht. Ruhe. Daraus wird nichts. Guck, das kann man auch alles mit Tabulator so öffnen. Hätte ich das vorher gewusst. Daraus wird nichts, Leute. Ja, ich hab's gesehen. Ey. Oh, bevor die das nicht haben. Mann, ich wollte eigentlich hier den Kack. Hä? Ich kann eigentlich nicht wissen. So. Mann, war das knapp. Monströse Spinne. Aber da kommen wir nicht rein, oder? Doch. Okay, wir wollen mal eben Punkte verteilen. Das ist nicht Isabels erster Tanz und es wird auch nicht ihr letzter sein. Was haben wir hier noch? Seemannsbeine. Isabels umfassende Kampferfahrung gewährt ihr Boni auf kritische Trefferchancen und Verteidigung. Das hört sich doch ganz gut an. So, Warwick. Der soll einfach dabei bleiben. Ganz logisch. Bethany. Die hat hier schon alles durch. Ja, Siegel der Lehmmond. Mal überflut einen Verbündeten mit heilender Energie. Ihr Wunsch schließen, auch wieder zusammenfliegt. Was hatten wir da? Heldenhafte Aura. Solange dieser Modus aktiv ist, verbessert der Magier Kampffähigkeit der Gruppe. Ne, wir machen das so. Komm. Die hat das eine hat die durch, dann darf die jetzt auch heilen. So, das Mal des Todes bleibt auf dem Ziel des Meuchelmörders länger bestehen. Ja, will ich das? Oder wollen wir noch was anderes lernen? Was ist denn da eigentlich? War Halunke, ne? Der Zug ist... Ich... Rücken am Rücken. Links. Der Schurke greift ein Ziel mit beiden Waffen an, wobei jeder Ding automatisch einen kritischen Treffer verursacht. Der Fleischwind. Wisst ihr was? Ich glaube, wir machen das mal. Das hört sich eigentlich auch ganz cool an. So, das heißt, wir aktivieren den Modus mal. Alles gut hier, keine Sorge. Da geht's nicht längs. Sind wir da unten gerade irgendwie dran vorbeigegangen? Hätte ich da schon lang gehen können? Da habe ich scheinbar gerade nicht drauf geachtet. Nee, ist auch zu. Gut, wie immer, sicherheitshalber speichern. Speichern ist furchtbar wichtig, Leute. Was hat Isabel eigentlich?
Die hat auch den Modus an. Hat der auch irgendwie Modus? Da brat mir doch einer ne Nack. Ist das nicht Bodans Junge? Hallo? Er hat es tatsächlich geschafft, am Leben zu bleiben. Geht es euch gut? Seid ihr verletzt? Wie konntet ihr das überleben? Boom! Und wie habt ihr das gemacht? Keine Verzauberung! Ein kluger Junge. Kommt schon, wir müssen noch immer einen Weg an dieser Einsturzstelle vorbei. Ja. Okay, er hat es alleine zurückgeschafft, das ist ja schon mal schön. So, reines Lyrium. Das nehmen wir natürlich noch mit. Da laufen wir einfach durch den Ogre durch. Ich muss echt sagen, der Sandal, der hat es echt drauf. Der sollte mal bei uns bleiben. Die tiefen Wege. Über die tiefen Wege. Kein lebender Zwerg erinnert sich noch an die tiefen Wege, wie sie einst waren. Ein Netzwerk von Tunneln, die Taeks miteinander verbanden. Offen gesagt ist das simple Wort Tunnel eigentlich fast beleidigend. Es sind Kunstwerke über Jahrhunderte geplant, was sich in der Geometrie der Wände zeigt. In den Statuen der Paragons, die über die Reisenden wachen, und den Lavaströmen, dank derer die tiefen Wege warm und erleuchtet sind. Die Wolkenglotzer der Oberfläche schwärmen vom kaiserlichen Hochweg, den die Magister einst erbaut haben und der tausende von Meilen lang war, was ohne Magie nie möglich gewesen wäre. Vielleicht ist er vergleichbar mit den tiefen Wegen, nur dass wir Zwerge dazu keine Magie gebraucht haben. Und heute ist das nicht mehr von Bedeutung. Die dunkle Brut herrscht jetzt über die tiefen Wege. Als Orsama die Eingänge zu den Wegen versiegelte und alles im Stich ließ, was da draußen lag, haben wir unser damaliges Reich den schwarzen Bastarden auf ewig übergeben. Der Gedanke, dass jetzt Ganlocks durch Bone-Nama kriechen, unsere Statuen umwerfen und unsere größten Werke entehren, ist furchtbar. Alles, was wir dort draußen gebaut haben, ist beschmutzt. Jeder Zwerg, der dort hinausgeht und zurückkommt, sagt, dass es mit jedem Jahr schlimmer wird, dass sich die Fäulnis immer weiter ausbreitet. Und die Wolkenglotzer glauben, die dunkle Brut wäre verschwunden, nur weil sie nicht an die Oberfläche kommt. Eines Tages, wenn Orsama untergegangen ist, werden sie ihren Irrtum erkennen. Dann kann die dunkle Brut nämlich nur noch nach oben und die Oberflächler bekommen eine Verderbnis, die niemals endet. Ja, gut, das stimmt wohl. Ihr wacht jetzt ja wohl nicht gleich auf. Oh, du bist erledigt. Sehr schön. Da kommt noch mehr. Wer war denn das eigentlich, der da gerade so aussah wie so? Aha, okay. So, weg mit dir, Mann. Du spinnst ja wohl. So, alles looten. Loot. So. Speichern natürlich. Wir speichern viel und gerne. Eines Lyrium. Oder noch nicht.
So, jetzt aber. Geil, also so lässt sich das viel, viel leichter kämpfen mit diesen automatischen Anvisieren. Was wir die ganze Zeit schon machen konnten, was ich halt nur nicht wusste. Klinge der roten Geburt. Den nehmen wir. So, ja guck mal, das passt doch. Dann kann Isabelle einen neuen Dolch bekommen.